Hallo. Willkommen. Danke. Bitte schön. Sag mal, in 2 Wochen hast du einen runden Geburtstag. Ja, Uwe. Darf man das sagen? Oder das, das darf man gerne sagen. Das ist der 50. Ne? Es geht ja nicht zurück, nein, sondern nach vorne. Kriegst also insofern darf man das gerne sagen. Kriegst du da die Krise und fährst weg oder feierst du? Ich kriege nicht die Krise. Nicht. Aber ich fahre zufälligerweise weg. Trotzdem. Aber ohne Krise. Ja. Du stehst dazu, du bist selbstbewusst. Ja, es wäre viel zu kompliziert, wenn man das verleugnen, verdrängen würde, ja. Ich glaube, dass man sich vielleicht früh genug damit befassen muss. Also eher hier oben als... Und du hast dir ja immer wieder Zeit gelassen. Du bist immer wieder mal verschwunden, hast mal eine Pause gemacht und hast doch, glaube ich, viel über dich nachgedacht. Ja. Manche glauben zu viel. Manche glauben, du hast zu viel. Was lange, wie heißt diese deutsche Spruch? Was lange währt, wird endlich gut. Ja, und so weiter. Nicht wahr? Man muss nur daran glauben. Ja. Das ist. Ich will alles heißt unsere Sendung heute. Das ist natürlich in Anlehnung an einen Titel von dir, ja, der sehr bekannt wurde. Ja. Du willst alles, hat man das Gefühl manchmal, zunächst im Künstlerischen. Du hast Schlager gemacht, dann Pop, Jazz, du hast in Filmen mitgemacht und du hast jetzt vor einem Jahr oder so auch noch Musical gemacht. In der Tat, ja. Das ist ja erstaunlich, doch relativ spät in der Karriere nochmal so eine ganz andere, ja, Art. Musstest du auch tanzen? Ja, ja. Alles? Ja, ja. Mit den Jungen. Mit den Jungen? Musste ich ordentlich mittanzen. Rock'n'Roll? Ja, aber ich kann Rock'n'Roll tanzen. Du konntest das? Ja. Du musstest das ich nicht habe nicht es früh haben. Gelernt. Ich habe Rock'n'Roll mit 12 Jahren, vielleicht sogar mit 11 Jahren gesungen, aber auch getanzt. Und was man früh lernt, vergisst man nicht so schnell. Ja. 12 Jahre, sagst du, du warst, glaube ich, noch jünger, als du mit deinem Vater auf die Bühne, ja, gegangen bist. Ja. Ich war zuerst 9 Jahre alt für die Aufnahme und dann, als es im Rollen kam, war ich 10 Jahre alt. Und ich habe jede kleine Ort in Dänemark besucht mit meinem Vater. Du hast gesungen, ich heirate den Papi, wenn ich groß werde, werde ich Papi heiraten. Das war so ein Trick von seinem Produzenten, der gerne einen Hit haben wollte, weil als Troubadour war das nicht leicht, die Familie zu ernähren. Willst du vielleicht kurz sagen, was ein Troubadour ist? Ein Troubadour ist ein alter Ausdruck für einen Liedermacher. Eigentlich heute ein Liedermacher. Sagt man Lieder, aber alle sind heute Liedermacher. Ich finde Troubadour viele schöner. Das ist schön, ja, ja. Und er hat ein schönes Repertoire. Man kann ihn wirklich in der Wahrheit Troubadour nennen. Ja. Hast du das gern gemacht oder musste er dich überreden? Oder? Ich habe gar nicht darüber nach. Ich wollte eigentlich nicht. Also ich hatte so eine Whisky-Stimme, so eine dunkle Whisky-Stimme als Kind. Okay. Und meine Schwester war halt zu alt für diese Duett. Wir haben einen Künstler zu Hause gehabt, wo viele Leute kamen. Und mein Vater hat eigentlich ständig gesungen. Aber ich meine, hat er dich irgendwie überreden müssen oder hat er dir, ja, was versprochen? Oder ja, was? Er hat mir ein Fahrrad versprochen. Hast du es bekommen? Ja, aber viel später. So eine alte Geschichte. Viel, viel später. Jetzt habe ich ein gutes Fahrrad. Jetzt hast du ein gutes? Ja, ja. Außer hast du dir selbst gekauft. Ganz stolz, ja. Ja. Und wie war das, wenn ihr dann so übers Land, bist du da im Auto, ja, drin gesessen? Er musste mich natürlich, ich war tief in meinem Spiel, in meinem, wie heißt es? Beim Spielen. Beim Spielen, ja, unten im Hof oder auf der Straße, ich kann es nicht erinnern. Und wochenends ging es also wieder los mit Papa und Gitte, der große Tambornoch und kleine Gitte hinten. Ja. Und ich saß dann da oft und sagte, oh, Papa, heute habe ich überhaupt keine Lust. Und da sagte er zu mir, um mich zu trösten, ganz unmoralisch für ein Kind sowas zu sagen. Er sagte es im Grunde genommen zu sich selber. Er sagte, ach, du brauchst nur zu sagen, kommen, singen, Geld, raus.
Und das ist natürlich keine so tolle Morale. Für ein Kind? Nicht für ein Kind, gar nicht. Aber da habe ich wieder ein Waage bei meiner Mutter gehabt. Die, also die dann war die... Die Morale. Die moralische Instanz in der Familie. Und wie hat sie dich erzogen? Wie hat sie dich erzogen? Die sagt immer, dass sie uns nie erzogen hat. Wir haben uns selber so entwickelt. Aber natürlich ist sie nicht unklug, wenn sie sowas sagt. Sie hat doch versucht. Sie hat euch gute Beispiel zumindest darzustellen. Ja. Und haben die Eltern sich gut verstanden? Nein, nicht sehr gut. Gar nicht so gut. Haben sich dann auch getrennt? Die haben sich getrennt, ja. Nur die Kinder haben es verlangt, dass die Eltern sich trennen sollen, weil wir haben es nicht mehr aushalten können. Und so ging es weiter mit. Ja, du hast dann ja auch noch sehr jung einen Hit in Deutschland gehabt, der dich auch begleitet hat bisher, kann man sagen, dein ganzes Leben. Das war dieser Cowboy, ich will den Cowboy. Ich will den Cowboy als Mann, aber davor hatte ich auch so, als ich 13 Jahre alt war, war ich in einem kleinen Film in Deutschland, in Schlagerparade. Aber das war der große. Ja gut, ja. Der große war Millionenhit, das war Ich will den Cowboy als Mann. Und wolltest du in Deutsch singen und diesen Titel? Nein, ich fand das nicht so toll. Es war so eine eckige, viereckige Sprache. Und ich hatte Interesse in Rock'n'Roll und Jazz und ich fand die deutsche Sprache zu steif. Ich hatte keine Freude. Nun war ich mit 17 in Skandinavien ein Teenager-Star, hatte eigene Fernsehshows und man erfuhr es und wollte mich unbedingt dann doch hier in Deutschland als Blondköpfchen hier skandinavische blonde Sache. Ja, man kam immer an in Deutschland, ne? Ja. Und meinte, dass mit diese, also ich kriegte eine Platte von Ich will den Cowboy als Mann, die eine Chorsängerin gesungen hatte und ich fand das hervorragend. Warum soll ich das? Ja, eben, ich habe gesagt, das kann ich nicht besser, die ist so gut. Machen Sie das doch mit dieser Frau. Wie war das dann später? Du hast es ja immer wieder gesungen. Weil du es so gut fandst oder weil das Publikum es erwartet hat? Beides. Also das Leben ist oft sehr ambivalent, würde ich sagen. Ja. Nicht? Also bis man das rund hinkriegt in eigene Philosophie und Verständnis, das Innere sichtbar zu machen oder sich selber zu verstehen, bleibt doch in diesem Anfangsstadium sehr viel Ambivalentes dabei. Du hast ja in deinen Tourneen auch immer wieder versucht, Jazz reinzubringen und alle die anderen Dinge, die dir so am Herzen liegen. Ja. Aber hast doch immer wieder Pop oder Schlager gesungen. Ja. Stehst du auch zu diesen Songs? Ich stehe zu alles, was ich in meinem Leben mache. Bernstein kommt mit dieser, ich meine, wir haben das alles adoptiert, diese Äußerung. Es gibt nicht U- und E-Musik, ja, sondern nur gute und schlechte. Ja. was nimmt mich davon weg, was soll ich sagen, Jazz oder Rock'n'Roll zu genießen privat? Ja, ja, gut, privat ich find, ist was ich finde mich nämlich nicht so fabelhaft in Jazz und das ist dann für mich eine Privatsache. Ich muss mich dann nicht verkaufen nach außen hin. Bei Jazz nicht. Und wenn du die Pop-Songs singst, das ist auch anstrengend. Das ist für mich sehr, sehr anstrengend, weil da muss ich was Äußerliches darstellen. Das ist sehr anstrengend. Und da musst du auch einem bestimmten Image entsprechen. Ja, sicher. Dieses Image hat dich irgendwann Anfang der 80er Jahre zu so einer Symbolfigur für die Frauen gemacht, die starke Frau. Ja. Wolltest du so eine Symbolfigur werden oder kam das nur von den Liedern? Ich habe nie daran gedacht, so eine Figur darzustellen, aber es kam wohl so automatisch, weil ich gegen verschiedene Sachen in mir protestiert habe, in der Gesellschaft halt. Und da warst du damals ziemlich fortschrittlich sozusagen? Offensichtlich. Ja. Ich wusste es nicht, aber offensichtlich. Denn heute ist das ja alles schon ein bisschen anders. Ja. Ich glaube, heute würde so eine Stärke, die du da gezeigt hast, nicht mehr so auffallen. Nicht? Nein.
Heute ist das eine Selbstverständlichkeit bei ich den fand Girlies. Ich fand es eigentlich damals ein bisschen zu wenig, aber ich kann also von die sogenannte Emanzipation, ich meine, wir müssen uns alle emanzipieren, Mann oder Frau, aber da war schon Frauen vor mir. Ja, ja, aber du hast es eben auf der Bühne gemacht und mit, ja. mit auch noch mit Musik, das ist immer Emotion. Ja, das ist gut. Eine gute, ein gutes Transportmittel. Ja, großer Unterschied, ob du ein Buch schreibst, ja. ob du eine Rede hältst oder ob du es mit Musik transportierst. Ja, ja. Wie fühlst du dich mit 50? Immer noch Kind, Frau, noch viele Wünsche offen. Die ich erfüllt haben möchte. Hast du gelernt, dich zu akzeptieren? Gute Frage. Das ist wohl das, was man lernen muss, wenn man 50 wird. Das habe ich gelernt. Das hast du gelernt. Zu akzeptieren. Aber man muss sich viel Mühe geben ständig. Ja, ist nicht so einfach. Wenn du so zurückschaust jetzt, so mit 50 guckt man zurück, kannst du ja sagen, also als Künstlerin hast du eigentlich viel erreicht. Wenn auch diese Vielseitigkeit ja nicht nur ein Segen ist. Es ist auch ein bisschen ein Fluch, man ist ja immer so zerrissen. Aber dass du heute als Künstlerin noch wirklich top bist und große Tourneen machen kannst und nicht in Zelten, sondern in philharmonischen Hallen und so, das ist ja nicht vielen beschert gewesen, die mit dir zusammen damals angefangen haben. Ah ja, ja ganz klar. Wenige, ganz ja, wenige. Kannst ja. du an einer ich habe eine sehr gute und frühe Schule durchgemacht, in Skandinavien. Ja. Da ist, egal ob das nun Zelt ist oder Philharmonie, Seele, da ist die Abgrenzung nicht so groß geschrieben. Und da kommt diese Training, also die Qualität muss ja nicht dadurch leiden. Und das habe ich mit mir gebracht. Anfangen kann man im Zelt, nur aufhören sollte man in der Philharmonie. Ich mag nichts Elitäres. Nein, du weißt aber, was ich meine. Ich weiß. Ich weiß auch, natürlich kann man im Zelt singen, aber du weißt ganz genau, was ich meine damit. Dass du immer noch wirklich anerkannt bist und nicht nur zehrst von einem Ruhm von früher, sondern wenn du eine neue Tournee machst, eine neue Platte machst, ist das anerkannt. Ja, ja. Ob man das mag oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Aber du bist anerkannt. Ja, 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 ja. Und wenn du privat zurückschaust auf dein Leben? Ja, interessant. Ich habe ein interessantes Leben gehabt. Ja. Wolltest du da auch immer alles? Von den Männern zum Beispiel? Ja. Und ich dulde nicht, dass ich dieselbe Erfahrung, was das betrifft, mache wie meine Mutter. Dann denke ich, das kann nicht angehen. Bist du vielleicht sogar froh, dass du keine Familie mit Kindern und Ehemann hast, weil du gesehen hast, wie das zu Hause war? Nein, nein. Es ist völlig egal, ob man auf Tournee ist oder ob man zu Hause hockt. Ich finde es toll, auf Tournee zu sein übrigens. Und ich würde meine Kinder, ich habe die vermieden, die Kinder. Aber weil ich dann zu gegebenen Zeitpunkten den Mann nicht mehr geliebt habe. Und das wollte ich das Kind nicht antun, weil das Kind hat einen Recht an einen Vater. Und es war, als ich Teenager war, war das ziemlich modern, alleinstehende Mutter zu sein. Und ich wurde plötzlich altmodisch und dachte, nein, ich will nicht modern sein. Ich will, dass das Kind beinahe ein ordentliches Zuhause hat. Oder zumindest eine integere Verhältnis zwischen Mann und Frau. Das ist dazu das. Ja. Aber egal, denke ich mir, man muss eine Philosophie sich machen im Leben, egal wo man sich befindet, im Zelt oder in der Philharmonie, zu Hause mit Kindern, an die Schürzen und so weiter, muss man, und dazu gehört der Mann. Wenn er da nicht mithilft, dann schafft eine Frau es nicht. Das ist unmöglich, weil ich will ja auch arbeiten. Ich will ja, aber das ist doch wahrscheinlich das Dilemma. Es gab mal ein wunderbares Lied, vielleicht kennst du es sogar, Lisbeth List hat es in den 60ern, 70ern gesungen. Yet you want to be loved, yet you want to be free. Also du willst geliebt werden, aber du willst frei bleiben. Und das ist doch immer dieser Konflikt. Wer setzt diese Grenzen für uns? Wer hat diese Arroganz, diese Grenzen für uns zu setzen? Dass nicht beides möglich ist, meinst du? Natürlich. Ja, aber das ist doch bestimmt auch etwas gewesen,
Du hast ja bei den Beziehungen zu Männern, die du hattest, bist du ja immer weggegangen. Du hast immer gesagt, ich beende es, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber das würde ich nicht auf eine große Glocke hängen. Das wäre in der Psychologie natürlich... Gut, aber ich meine, du suchst doch einen starken Mann, wenn du sagst, ich will alles. Ja. Aber du bist ja auch stark. Und geht das zusammen? Also wenn ich mir so ein paar Titel von dir ansehe... Ich finde mich nicht stark genug für einen schwachen Mann. Aha, das ist eigentlich ganz schön. Ich bin gerne schwach. Aber du, deine Titel jetzt erst recht, freu dich bloß nicht zu früh, ich bin stark, Liebe, nein, danke, das ist doch Power. Ja, aber das ist ja Power zur Mut, das ist ja Mutmacher. Ach, das sind, du pfeifst im Wald, du machst Mut. Kennst du das, wenn man in den Keller geht als Kind? Ja, ja. Hat man Angst und dann pfeift man oder im dunklen Wald? Ja, na, ich bin mutig. Ich kann schon im Wald gehen, aber okay. Aber nicht immer stark. So stark ist kein Mensch. Das ist unmöglich. Und ich möchte gerne meine Partnerin stark machen, indem ich vielleicht mich zeige, dass das, was ich kann, das kannst du schon längst. Wo bist du jetzt zu Hause? Ich bin örtlich oder geografisch in Berlin zu Hause. Wenn du das so einschränkst, heißt das, dass du immer noch auf der Reise bist und noch nicht angekommen? Ich finde Berlin spannend. Wir wohnen auf einer Baustelle. Wir, das ist mit einem das Partner. Das ist mein Partner. Ja. Und ich finde diese Baustelle sehr interessant. Und wir dulden es auch, mit offenen Fenstern Staub und Baustelle reinzukriegen. Und was er macht oder versucht zu machen, was er macht, ist sehr spannend. Das interessiert mich. Da bin ich ein Teil davon geworden, fühle ich. Man weiß, Friedrich Kurz ist der Musical-Produzent. Der Musical-Produzent Deutschlands von Phantom of the Opera, Cats, Starlight Express, er hat es verkauft. Aber er glaubt an Berlin als eine sehr, sehr interessante Stadt, eine kommende interessante Stadt für Europa. Und könnte das auch deine berufliche Zukunft sein? Ja, ich glaube immer noch an Kunst, an Musik als Transportmittel für positive, gute Sachen im Leben. Ah, das passt ganz zu einem unserer Gäste heute Abend. Wunderbar. Über das werden wir gleich noch mal sprechen. Und ich habe sogar vor, ich möchte gerne ein Haus, ich möchte gerne eine große Show machen. Ich möchte gerne eine große Show jetzt im Anlass zu meinem Geburtstag, ich möchte gerne eine sehr, sehr große Show schreiben. Und das möchte ich gerne in einem sehr großen Haus, Ensuite, spielen. Und das soll in Berlin sein. Und darauf freue ich mich. Sehr schön. Und ich wünsche dir, dass es gelingt. Vielen Dank. Gut. Danke.